Muss Alec Baldwin demnächst in den Knast wandern? Am Filmset von Rust feuert der Schauspieler einen Schuss auf die Kamerafrau Helena Hutchins ab, die ums Leben kommt. Es handelt sich um einen Unfall. Der 64-Jährige weiß nicht, dass die Waffe geladen ist. Mitte Januar wird eine Klage gegen ihn eingereicht, die rechtskräftig ist. Wir werden gegen diese Anschuldigungen kämpfen und wir werden gewinnen, zeigt sich sein Anwalt zuversichtlich. Doch in der Strafanzeige steht, dass Alec vor den Dreharbeiten nicht an der vorgeschriebenen Schießausbildung teilnimmt und abgelenkt ist. Wird es zu einer Verurteilung kommen, drohen dem Familienvater bis zu 5 Jahre Gefängnis. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall rund um Alec entwickeln wird.